schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unsereins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker.
Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Gibt es keine Ausnahmen? Nein. Für gewöhnlich gibt es die nicht. Für gewöhnlich? Ja. Mehr musst du nicht wissen. Das, was du wissen sollst, weißt du jetzt.
Konzentriere dich auf das, was ich dich heute gelehrt habe. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Sindar schickt mich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jorah finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Das ist doch keine Arbeit. Beweise mir erst einmal, dass du auch kleinere Aufträge gewissenhaft erledigen kannst. Vorher wird der Eisenclan sein Vertrauen nicht an dich vergeuden. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jorah. Geh nun. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Recht
Festungen müssen gewahrt bleiben. Das ist nicht mein Bier. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Ich sehe hier kein Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist umgewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Verdammte Mutanten. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Die Setzlingsfelder sind wieder sicher. Die Wühler sind tot. Sehr gut. Es spricht für dich, dass du uns zur Seite gestanden hast, ohne dass ich dich bitten musste. Dennoch war der Angriff eine böse Überraschung.
Ich hätte auf Oryk hören sollen. Er hat mir schon vor Tagen berichtet, dass er etwas im Fels vermutet. Ich nehme an, ihm geht es gut? Sieht so aus. Wunderbar. Auf dich scheint Verlass zu sein. Hier hast du ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke nochmal, dass du uns beigestanden hast. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an? Nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Kann ich dir helfen? Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Hier, dein Bier. Ah, endlich! Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Du zahlst oder trägst die Konsequenzen. So? Dann lass mal sehen, was du kannst.
Was ist los? Mit Waffen spielt man nicht. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Du hast recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Wie kann ich dir helfen? Geh zu Rika, Ragnars Frau. Wenn einer halbwegs vernünftig ist, dann sie. Warum sollte sie dir helfen? Weil sie unnötiges Blutvergießen gerne vermeidet. Und jetzt beeil dich, mir ist schon ganz unwohl. Ich packe derweil alles Nötige, um schnell aufbrechen zu können.